Hier geht es darum, mit Lehrwerken digital zu arbeiten, auf einer Tablet oder am PC. Beides ist auch offline möglich. In diesem Fall bin ich online und ich habe hier meine kleine Bibliothek. Das ist der Inhalt und ich zeige einfach, wie wir mit diesen Lehrwerken arbeiten können. Wenn ich jetzt in der Schülerperspektive bin und beispielsweise mit Genial arbeite, dann gehe ich in das interaktive Arbeitsbuch und kann dort die jeweilige Übung, die gerade Hausaufgabe ist oder die gerade bearbeitet werden soll, die kann ich halt direkt anklicken. Und in diesem Fall ist die Aufgabe eine Einsetzübung. Die Aufgaben sind vielfältig. In dem Fall habe ich eine Hilfe, eine visuelle Hilfe. Fährt mit dem Fahrrad an die Nordsee, fährt mit dem Auto nach Wien, fährt mit dem Fahrrad, das ist jetzt einfach, jetzt habe ich mich verschrieben, das lasse ich so, fährt mit dem Flugzeug auf die Insel und ich fahre mit dem Auto, fährt mit dem Bus und fliegt mit dem Flugzeug. So, jetzt kann ich bestätigen, ich kann das korrigieren und er sagt mir, was ich falsch habe mit dem Fahrrad. Ich sehe eindeutig hier einen Fehler, ich kann den noch korrigieren und so sieht es schon besser aus mit dem Flugzeug. Auch hier erkenne ich meinen Flüssigkeitsfehler. Hier bin ich der Meinung, dass es richtig ist, aber ich biete einfach nochmal ein E an. Jetzt sehe ich weiterhin, dass ich zwei Fehler habe. Hier erkenne ich jetzt, dass ich einfach mal den Artikel vergessen habe und hier nehme ich das E wieder raus und ich bestätige wieder die Übung. Jetzt habe ich leider keinen Versuch mehr übrig. Ein Fehler ist noch geblieben. Ich habe zumindest reflektieren können, was ich falsch habe und jetzt geht es auch schon weiter. Ich muss die Übung losschicken und ich habe hier meine Punktzahl und der Lehrer, der letztendlich oder die Lehrerin, die das von mir dann korrigieren wird als Schüler, wird dann die Ergebnisse in Ihrem Account sehen. Hier habe ich also meine Übung fertig. Ich habe auch die Möglichkeit, freie Übungen zu machen. In dem Fall müsste ich einen HV hören. Kapitel 11. Wir fahren weg. Kapitel 3b. Ferien. Wohin fahren die Personen? Was machen sie dort? Bald sind Sommerferien. Ja, super, endlich. Was macht ihr dieses Jahr? Ich fahre mit meinen Eltern ans Meer. Echt? Wohin? Ich fahre auch ans Meer. Wirklich? Wir fahren an die Ostsee, auf die Insel Rügen. So, jetzt habe ich die erste Information herausbekommen. Auf die Insel Rügen. Ich kann jetzt die Antwort speichern. Das ist eine freie Antwort. Das ist wichtig, dass wir hier auf der einen Seite richtig-falsch Übungen haben, aber auch freie Übungen machen können. Und diese Übung kann ich jetzt abschließen. Die habe ich beendet. Sie ist unerledigt, weil in dem Fall die Lehrperson diese Übung noch korrigieren muss. Gut, wenn ich jetzt in die Lehrerperspektive gehe, dann kann ich hier meine Schüler ansehen bei Genial Klick. Ich kann sehen, dass die Alicia beispielsweise schon jede Menge Übungen gemacht hat und sehe hier einen Leistungsverlauf. Und wichtig sind, dass wir hier die Kriterien, die Fertigkeiten haben und sehen, in welchen Fertigkeiten sich besonders gut entwickelt hat. Hier kann ich aber auch in jede einzelne Übung hineingehen. In einem anderen Tool erkläre ich auch, wie ich letztendlich auch freie Aufgaben, die wir gerade gelöst haben, korrigieren kann. Hier habe ich einen ganz guten Überblick. Ich kann aber auch direkt in den Schülerüberblick gehen und sehe, wie die gesamte Notenskala aussieht, welche Kapitel bereits bearbeitet worden sind und mit welchen Noten. Dann kann ich auch die Fertigkeiten komplett nochmal beobachten, wie sich der Kurs entwickelt und habe so relativ viele Aufgaben. In einem anderen Tool sprechen wir auch darüber, wie man Nachrichten schicken kann und die Hausaufgaben kontrollieren kann und Kommentare abgeben kann.